Und damit herzlich willkommen zurück hier auf Mazes Clash Channel zu Let's Play Clash Royale. Ich habe in der Zwischenzeit wieder mal ganz fleißig die ganzen Truhen hier geöffnet und wir öffnen gleich mal die weiteren Truhen, die uns hier noch übrig geblieben sind. Wir haben noch zwei Gratis-Truhen in der Reihe stehen, bekommen hier ein bisschen Goldlakaien und ein paar Bogenschützen, die jetzt dann auch bald in Richtung Level 5 gehen. Schauen wir mal, was in der zweiten Kiste noch so drin ist. Ja, sehen wir nochmal ein paar Bogenschützen und nochmal ein paar Lakaien haben wir gerade eben auch schon bekommen. Und eine Silbertruhe haben wir hier noch. Die können wir auch gleich nochmal öffnen. Wieder ein bisschen Gold. Kobolde können wir auch verbessern. Oh, wir haben einen Grabstein freigeschalten. Sehr, sehr cool. Der Grabstein ist eine Spawner-Karte. Da kommen nach und nach immer ganz, ganz viele kleine Skelette raus. Wird sehr, sehr häufig verwendet und ist auch eine super Karte. Und wir schauen jetzt mal unsere Karten momentan so an. Wir können ziemlich, ziemlich viel upgraden und haben unter anderem jetzt in den anderen Truhen, die ich selber jetzt geöffnet habe, offscreen einen Bombenturm bekommen und jetzt haben wir einen Grabstein bekommen. Und den Grabstein gibt es sogar heute zum Einkaufen. Da hätte ich mich dafür entschieden, hätten wir den Grabstein jetzt nicht so bekommen. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Wir können... Warum zeigt er uns hier... Ah, jetzt zeigt er uns 1 von 2 an. Sehr interessant. Er zeigt uns hier nämlich 0 von 2 an. Das hatte mich jetzt etwas irritiert. Wir könnten nämlich theoretisch einen Grabstein kaufen und ihn dann gleich verbessern. Normalerweise würde ich das jetzt nicht machen, weil 40 Gold sind schon nicht wenig. Aber wir machen das einfach mal. Dann haben wir hier die Grabsteine und verbessern den doch einfach mal gleich direkt. Auf Level 2, 20 Trefferpunkte mehr und ein Skelett-Level höher. Gibt uns ein paar Erfahrungspunkte und von den Pfeilen kaufen wir uns auch wieder ein paar Stück. So, 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 so. Das reicht jetzt erst einmal. Dann verbessern wir natürlich wieder die Skelette. 150 Gold, oh, 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 jetzt haben wir bald kein Geld mehr. Da müssen wir langsam aufpassen. 4 Trefferpunkte mehr, 4 Schaden mehr, 4 Schaden mehr. Und 10 Erfahrungspunkte. Dann überlegen wir uns noch. Wir haben noch 149 Gold. Das reicht natürlich gerade so. Ja, okay. Das. Ja, ja, ich würde die Lakaien auf jeden Fall mal verbessern. Lakaien sind immer wichtig. Ja, 6 weitere Erfahrungspunkte. Dann schauen wir mal, wie das Deck momentan so aussieht. Ob wir uns vielleicht mal ein nochmal komplett anderes Deck bauen. Vielleicht verwenden wir, ja, Bombentower verwenden, der ist erst Level 1, davon würde ich jetzt erstmal abraten, bei dem würde ich erstmal warten, bis er ein bisschen höher vom Level ist, damit wir den einsetzen können, genauso wie beim Grabstein. Und was wir noch machen können, wir können noch Karten bitten. Wisst ihr was, wir bitten jetzt einfach mal um den Bombentower, vielleicht bekommen wir ja einen und können den dann gleich verbessern, ich würde ihn aber trotzdem noch nicht direkt verwenden. So, Kronentruhe, 10 Kronen stehen noch vor uns heute vor der Arbeit. Vielleicht bekommen wir ja dann in den nächsten Truhen irgendwas Neues. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht ein neues Deck zusammen basteln mit anderen Truppen. Das wäre, glaube ich, auch mal interessant. Los geht's. Der erste Kampf gegen Michibit, keine Ahnung, aus dem Clan Track. Ich habe einen sehr, 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 sehr guten Tipp bekommen von JJ, gegen den wir ja das letzte Mal noch gekämpft haben. JJ meinte, greif immer als Letzter an. Beziehungsweise setze, warte bis der Gegner das erste Mal seine Truppen setzt. Das ist echt sehr, sehr wichtig, weil du selber verlierst praktisch kein Elixier, solange der Gegner natürlich auch wartet, weil er verliert ja dann genauso viel Elixier. Heißt, du machst im Endeffekt keine Verluste, wenn du wartest, aber du hast dann praktisch direkt die Möglichkeit zu kontern. Oh, ich habe jetzt schon wieder, ich habe schon wieder zu viel gelabert. Das sollte man natürlich nicht machen. Man hat dann praktisch natürlich die Möglichkeit zu kontern, wenn man weiß, wo der Gegner seine Truppen hingesetzt hat. So, wir hauen jetzt hier auch mal ein bisschen rein und setzen noch ein Drachenbaby oben drauf. Er macht uns jetzt hier leider alle Truppen fertig, aber unser Drachenbaby und die Musketieren, die bahnen sich da ihren Weg durch und haben es auch jetzt schon wieder an den gegnerischen Turm geschafft. Und schaut mal, wie viel Schaden die Musketieren macht. Wahnsinn. Ich setze jetzt gleich mal Koboldhütte, eine neue hier hin. Da kommt noch ein Vierer-Kobold, der glücklicherweise noch auf unseren Kobold geschossen hat. Da haben wir Glück gehabt. Jetzt bauen wir langsam wieder auf.
auf der linken Seite nur noch 462 Trefferpunkte. Das dürfte dann unser primäres Ziel jetzt gleich sein. Der Gegner setzt hier einen Riesen, dann kommen wir hier mit einem Musketieren und ein paar Bogenschützen hinterher. Und vielleicht einen Bomber, um hier die Kobolde, die hier hinten sind, noch abzulenken. Sehr gut, wir haben den Riesen gepackt, noch bevor er irgendwas machen könnte. Mit den kleinen Skeletten für ein Elixier lenken wir hier noch den Prinz sehr gekonnt ab. Setzen noch ein Drachenbaby oben drauf. Unser kleiner Push hier auf der linken Seite läuft super. Sieht sehr schön aus. So, jetzt überlege ich mir, setze ich einen Riesen oder setze ich ihn nicht. Ich setze den Riesen jetzt auf der rechten Seite und eine Musketierin hinterher. Dann schauen wir mal, vielleicht noch einen Bomber hinterher, falls der Gegner da auf die Idee kommt, irgendetwas zu machen. Links um den Mini-Packer kümmern wir uns jetzt erstmal so, indem wir da Skelette hinsetzen und noch ein paar Bogenschützen hinterher. Und dann setzen wir auch noch ein Drachenbaby oben hin, weil da ist noch ein Bomber. Das wäre vielleicht sogar fast unnötig gewesen. 24 Sekunden können wir auf 3 Sterne gehen. Wir lassen den Riesen links einfach. Oh, come on. Mein Drache hat sich natürlich wieder entschieden, links da drauf zu gehen. Aber wir gehen einfach rechts voll drauf und haben hier die dritte Krone. Dritte Krone geholt. Ganz easy. Super. Hat geklappt. Taktik aufgegangen. Und wir haben einen Bombenturm erhalten von Kilua. Dann verbessern wir doch gleich mal den Bombenturm, wenn wir das Geld dazu haben. Ja, haben wir. Bombenturm finde ich auch eine super Truppe. Level 2, jetzt könnten wir sie ja fast verwenden auf Level 2. 5 Elixier, wisst ihr was? Wir tauschen den Bombenturm einfach mal ein für unsere Goblin-Kaserne hier. Kobold-Hütte. Goblin-Kaserne, sage ich schon. Für unsere Kobold-Hütte haben wir sie eingetauscht. Und schau mal mit dem Bombenturm. Der ist natürlich sehr defensiv, da es eine defensive Verteidigung ist. Und wie der so funktioniert, das schauen wir uns gleich mal an. Wir starten die Silbertruhe gleich mal und gehen dann in den nächsten Kampf rein. Geschätzte Dauer 3 Sekunden. Gegen Ultimo von The Royals. Auch ein Level 3er, der ist sogar unter uns. Heißt, wir dürften eigentlich keine Probleme mit ihm haben. Schauen wir mal. So, wir machen jetzt genau das, was JJ gesagt hat. Wir warten. Ah, okay, der Gegner setzt praktisch eine Hexe rechts hin. Heißt, wir können sofort kontern. Hoi. Ein Riesenskelett. Ja, hoi. Jetzt habe ich erstmal keine Ahnung, was ich machen soll. Das Riesenskelett darf nicht zu uns kommen. Ja, sehr gut. Es darf nicht zu uns kommen. Heißt, Bombenturm hier hin. Sehr gut, der Prinz ist abgelenkt. Aber das sieht nicht so gut aus. Die Hexe lebt noch. Warum lebt denn die Hexe noch? Setzen wir hier einen Bomber hin. Der Bomber sollte sich... Ah, okay, sollte sich drum kümmern. Ach, der Gegner hat auch einen Bombenturm. Ja, da schau her. Ja, da schau her. Bombentürme gehen natürlich nur auf Truppen, auf Bodentruppen. Heißt, wir können dann mit unserem Babydrachen gleich den gegnerischen Bombenturm mal zerlegen. Und der Gegner hat natürlich auch ein Drachenbaby. Und dann Musketieren hinterher. Die sollte sich hier um den Babydrachen kümmern. Ja, tun sie auch ganz gut, die beiden. Dann schnappt sich unser Babydrache hier die Hexe. Geben wir dem Gegner hier mal einen Wow. Bis jetzt hat er ziemlich gut gekämpft. Es hat noch keiner irgendeinen Turm berührt. Oh, jetzt haben wir den Turm berührt. Bombenturm hier. Und wir versuchen... Komm schon. Ja, perfekt. Wir haben ihn noch abgelenkt mit den kleinen Skeletten so ein bisschen. Ich hoffe mal, dass das reicht. Ja, es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz, um hier den... das Riesenskelett... Pam, das war's. Um hier das Riesenskelett zu besiegen. Das Riesenskelett hat jetzt hier unseren... unser Türmchen mitgenommen. Dafür setzen wir hier... mal schauen. Wir müssen aufpassen, dass unser Bomber nicht getroffen wird. Drache hin... Musketieren hinterher, Riese vorne weg. Und, oh, unserem Riesen geht's an den Kragen. Und da kommt noch ein Babydrache. Unser Bomber schafft's nicht. Aber unser Babydrache ist jetzt noch unbeschadet und fliegt jetzt gerade drauf los. Dann haben wir hier wieder einen Bombenturm für das gegnerische Skelett. Für das Riesenskelett. Und da kommt ein Prinz. Da setzen wir jetzt mal zur Ablenkung ein paar kleine Skelette hin. Unser Bombenturm macht da Schaden. Wir holen noch mehr Splash-Damage raus. Unser kleiner Bomber hat da auch Schaden gemacht. Und ich habe links meinen Riesen gesetzt, ohne irgendwas dahinter. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Es war echt nicht so schlau. Aber er hat es gepackt.
Jetzt muss ich mir was überlegen. Minipacker abgelenkt. Wow. Wow, jetzt kommt er ja mit... Echt? Respekt. Was machen wir jetzt? Jetzt bin ich echt überfordert. Der spielt ziemlich gut. Ich brauche Musketiere. Oh Gott, er macht Schaden. So, nein, das war natürlich falsch, da den Bomber hinterher zu setzen, weil jetzt da der Drache ist. Wir brauchen die Bogenschützen, um hier Schaden zu machen. Wir haben nur noch 38 Sekunden in der Overtime. Es wird knapp. Unser Babydrache rechts sollte hier jedoch das Rennen machen. Der Riese macht auch das Rennen links. Und jetzt werfen wir einfach Pfeile drauf. Und. Oh, fast sogar beide Kronentürme gleich, beide Arenatürme gleichzeitig zerstört. Gerade noch so in der letzten Sekunde hier herumgedreht.